Hi, ich muss ein neues Video machen und zwar über den zentralen Mechanismus des Kapitalismus, nämlich das Zinsnehmen und die Grundlage in der Literatur oder eine der Grundlagen, die man da in der Literatur findet, ist dieses Buch hier von Pierre-Joseph Proudhon, Theorie des Eigentums. Das ist 1866 nach seinem Tod veröffentlicht worden und enthält Beschreibungen der damaligen Formen des Zinses und des Zinsnehmens. So, was ich hier jetzt deutlich machen will, ist, und das ist wirklich zentral zum Verständnis des Kapitalismus, ohne das kann man das nicht verstehen, ist die Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Ich habe da so eine Grafik gemacht, die benutze ich öfter. Da sieht man auf der einen Seite, auf dieser Seite sieht man einen Eigentümer und auf der anderen Seite sieht man einen Besitzer. Und jetzt kann man sagen, Kapitalismus ist der Verkauf von Verfügungsrechten an einer Sache, das ist hier diese Sache, gegen Zins. Das heißt, der Eigentümer bekommt von dem Besitzer Zins dafür, dass der Besitzer nutzen darf, die Sache. Ja? Also Verfügungsrechte oder Nutzungsrechte, also Nutzungsrechte sind Teil von Verfügungsrechten an Sachen. Und wenn man die Theorie des Eigentums liest, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was man alles mit Eigentum machen kann. Aber es sind im Grunde genommen vier wesentliche Verfügungsrechte am Eigentum relevant, von denen ein Teil verkäuflich ist, während andere reine Rechte des Eigentümers sind. Also es ist zum Beispiel so, der Eigentümer, eins dieser Rechte, dieser Verfügungsrechte ist das Verkaufsrecht. Das heißt, der Eigentümer hat das Recht, die Sache zu verkaufen. Das darf nur der Eigentümer. Der Eigentümer einer Sache kann die Sache auch selbst nutzen. Das nennt man das Jus Usus, das Nutzungsrecht hat er. Er kann sie nutzen, zum Beispiel kann er einfach darin wohnen oder er kann sie verwenden, die Sache, wie man Werkzeug benutzt. Er darf Früchte ziehen. Usus fructus heißt es. Also zum Beispiel, wenn man ein Stück Land hat als Eigentümer, kann man die Früchte dort wachsen lassen, also Bäume, Pflanzen, Feldfrüchte, ja, also Blumen anpflanzen und die dann verkaufen. Das ist das Recht des Eigentümers. Und das Letzte ist das Jus abusus, also das Abnutzungsrecht. Also der Eigentümer darf die Sache abnutzen. So, und jetzt ist es so, dass ich habe das hier in dieser Grafik hier unten angedeutet mit diesen komischen Formen hier. Der Eigentümer kann ein Teil der Verfügungsrechte an der Sache an einen Besitzer verkaufen. Und das sind vor allen Dingen die Nutzungsrechte. Beispiele hierfür sind die Sparer, die die Nutzung ihres Geldes für ein Jahr der Bank überlassen und dafür dann den Zins bekommen. Die Bank nimmt einen Teil dieses Geldes verkauft die Verfügungs- und Nutzungsrechte an diesem Geld an Kreditnehmer und bekommt dafür Zins. Das ist das Kerngeschäft der Banken. Das ist jetzt beim Geldmarktzins. Beim Mietzins heißt ein Eigentümer und Besitzer anders. Der Eigentümer der Mietsache ist der Vermieter und der Besitzer der Mietsache ist der Mieter. Und nicht alles von der Miete ist Mietzins, sondern nur der Gewinnanteil. Das heißt, das ist wieder genau das gleiche Spiel. Der Eigentümer verkauft die Nutzungsrechte an der Sache an den Besitzer und bekommt dafür Mietzins. Und das ist der Reingewinn an der Vermietung. Dann gibt es den Pachtzins. Das bezieht sich nicht nur auf Gaststätten zum Beispiel, die ähnlich verpachtet werden wie Wohnungen vermietet werden, sondern auch auf die Landpacht. Also da gibt es den Grundherrn, das ist der Eigentümer. Der verkauft an einen Pächter, das ist der Besitzer, die Nutzungsrechte an dem Land und die Fruchtziehungsrechte und all das. Und dafür
bekommt der Grundherr vom Pächter den Zins. Und ich würde sagen, dass diese Art des Zinses wahrscheinlich zu den ältesten Zinsarten gehört. Ja, das gab es wahrscheinlich schon immer. Und daraus sind wahrscheinlich auch die großen Königreiche entstanden. Und da mussten dann die Bauern, die auf der Scholle saßen, immer einen Teil ihrer Ernte abgeben als Naturalzins an den Grundherrn. So, aber der Zins ist auch noch versteckt in ganz vielen anderen Phänomenen. Also zum Beispiel, wenn wir Nutzungsgebühren, Leihgebühren und Lizenzgebühren gehören zum Beispiel dazu. Also zum Beispiel, wenn sich Unternehmen die Nutzung von Wissen kaufen, dann zahlen sie Lizenzgebühren. Und das ist aber auch im Prinzip ein Zins. Es gibt immer einen Menschen, der hat das Patent auf eine Sache. Das ist der Eigentümer. Und der verkauft jetzt die Nutzung an Firmen zum Beispiel oder an irgendwelche Menschen, die daraus weitere Nutzen ziehen wollen. Und diese Menschen zahlen dann an den Eigentümer der Rechte Zinsen. Und die heißen Lizenzgebühren. Und jetzt ist aber auch so zum Beispiel, der Zins ist auch der Preis von, ist eine Nutzungsgebühr im Allgemeinen. Also wir zum Beispiel, wenn wir in einen Freizeitpark gehen, dann zahlen wir ja eine Eintrittsgebühr und wir kaufen nicht irgendeins von diesen Geräten, die da sind, sondern wir kaufen die Nutzung der Geräte. Ja? Das Gleiche, wenn wir in einen Bus steigen oder in irgendein öffentliches Verkehrsmittel oder ein Auto leihen. Wir kaufen nicht das Auto, wir kaufen nicht den Sitz oder Teile vom Auto und sind auch nicht Teil des Unternehmens oder so, sondern wir kaufen nur die Nutzung der Sache für eine begrenzte Zeit. Und das, was wir dafür bezahlen, ist vom Prinzip her ein Zins. So. Und was man jetzt sagen kann, ist, dass zu diesem Geschäft zwischen Eigentümer und Besitzer, das zentral ist für den Kapitalismus, da gibt es immer das direkte Geschäft, das heißt, der Vermieter zum Beispiel sucht sich direkt Mieter für die Mietwohnung. Aber bei der Bank zum Beispiel, da ist es schon so, dass die Sparer sich ja nicht mehr selber die Kreditnehmer suchen, denen sie das Geld leihen, sondern sie überlassen das der Bank. Das heißt, die Bank ist zwischen den Eigentümern und den Besitzern wie ein Mittelsmann, der quasi die Verknüpfung herstellt. Also Banken sind quasi ein Teil einer sehr alten sozialen Rolle, die wir heute Vermögensverwalter nennen. Also das ist quasi so, dass das Wort Leihen, das kommt von Lehen. Und dass die ältesten Vermögensverwalter, das waren, oder im Mittelalter waren die Vermögensverwalter Menschen, frei, zum Beispiel Freiherr von Stein oder so, oder Freiherr von irgendwas, die bekamen vom Grundherrn ein Lehen überlassen und die mussten dann für den Grundherrn von den Besitzern, also die Bauern, die da drauf saßen, die Steuern eintreiben, haben den Großteil an den Grundherrn abgeführt und selber von der Differenz gelebt. Das ist in etwa genau die gleiche Funktion, die Banken auch haben. Die Sparer überlassen den Banken ihr Geld als Einlagen und die Banken verleihen es weiter an Kreditnehmer. Allerdings wird ein Großteil des Geldes aus nichts geschaffen, das darf man nicht vergessen, aber ein Teil der Einlagen wird immer auch verliehen. Und die Banken leben dann von der Differenz. Ja? Also es ist jedenfalls so, dass man sich das bewusst machen muss, dass das Wesentliche vom Kapitalismus ist. Also man denkt, wenn man Kapitalismus hört, denkt man immer an Unternehmen und Betriebe der Realwirtschaft. Und das ist aber diese Produktion, dieses Produktionskapital, sofern es nicht Fremdkapital ist nicht Teil des Kapitalismus. Das ist eine Begleiterscheinung und das Produktionskapital bekommt die Eigenschaft der Ausbeutung, diesen Ausbeutungscharakter, den Marx beschrieben hat, erst dadurch, dass es zinstragend wird, also dass es fremdes Kapital ist oder kreditfinanziert. Dann bekommt es, das kann man auch bei Schumpeter nachlesen, in Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, dann bekommt es diesen Ausbeutungscharakter, weil der Unternehmer, der sich fremdes Kapital geliehen hat, um damit Produktionskapital zu finanzieren, Zinsen zahlen muss. Und diese Zinsen erwirtschaftet er aus dem Unternehmensprozess und versucht sie dann halt von diesen angeschlossenen Märkten zu nehmen, inklusive der Arbeitsmärkte. Also jedenfalls ist es so, dass man, wenn man an Kapitalismus denkt, dann muss man immer die Zinsen im Kopf haben, weil das Wesentliche ist. Und um es hier zusammenzufassen, nochmal den Satz.
was Kapitalismus ist. Kapitalismus ist der Verkauf von Verfügungsrechten an Sachen gegen Zins. Die Eigentümer verkaufen die Verfügungsrechte an den Sachen an die Besitzer und die Besitzer zahlen den Zins.